Joey, die vierte Auflage des Wohnbautreppenlaufs hier in Essen. Ich habe mal mit ganz vielen Leuten gesprochen. Das Maß aller Dinge ist Joey Kelly schlagen. Ja, das ist gar nicht so schwer, weil ich kein so guter Treppenläufer bin. Also ich fahre jetzt schon, das wird jetzt das dritte Mal hier in Essen für mich. Von alle vier Mal war ich dreimal dabei oder werde jetzt dreimal dabei sein. Und das ist nicht ohne. Also Treppensteigen ist härter, als man denkt. Also diesmal ist das vierte Mal und ich war dreimal dabei. Und ich glaube, dass ich hoffentlich meine Zeit wieder verbessere. Und letztes Jahr war ich nicht Erste. Es gibt natürlich ein paar richtige Profis, die halt nur Treppensteigen machen. Ich bin zwar vorne dabei, ich glaube, aber nicht der Schnellste. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dir nichts ausmachen würde, die Treppe 30 oder 40 Mal hintereinander hochzulaufen und wieder runter. Aber auf Geschwindigkeit, das ist nicht dein Ding. So ist es. Also Geschwindigkeit ist dann für mich dann natürlich auch Gift. Die Muskeln sind schnell übersäuert. Ich habe letzten November für das Erte-Spendmarathon 24 Stunden gegen die Rolltreppe. Und du bist gegen die Rolltreppe gelaufen. Entschuldige, dass ich mir an den Kopf fasse, aber... Ich weiß, völliger Schwachsinn. Ich bin auch direkt Weltmeister geworden. Du warst der Einzige. Weil sonst kein Idiot so einen Schwachsinn macht. Ich habe sogar eine Urkunde bekommen vom Guinness Buch der Rekorde. Und in 24 Stunden ohne Pause bin nicht einmal ausgestiegen. Ich habe bewusst nichts gegessen, dass ich nicht auf WC muss. Und habe minimal nur getrunken. 24 Stunden gegen die Rolltreppe und hatte 50.000 und ein paar hundert Stufen. 11.700 Höhenmeter. Und dann bin ich ausgestiegen nach 24 Stunden. Innerhalb von 2 Minuten waren die Beine so zu. Und am nächsten Tag hatte ich trotzdem Turmspringen. Und ich. Da haben sie dich auf den Turm getragen, oder? Nee, da habe ich versucht, die Redaktion von Raab zu sagen: Ich schaffe das dieses Jahr nicht. Ich habe ja zugesagt beim Erdlisch, beim Marathon. Nee, du musst kommen. Und sage: Okay, gut, ich versuche, aber ich kann für nichts garantieren. Aber es hat für den dritten Platz gereicht, aber nur, weil die Konkurrenz so schwach war. Also 24 Stunden eine Rolltreppe gegen die Rolltreppe laufen. Ich habe das auch schon mal versucht. Ich meine, jeder hat das wahrscheinlich schon mal gemacht. Ne? Aber hier muss man nicht gegen die Treppe laufen, also nicht runter, sondern schön nach oben. Das sind 157 Stufen und du weißt aus eigener Erfahrung, das ist ein bisschen heftig. Ne? Also wenn du oben bist, ne, dann weißt du, was du getan hast. Also es ist aber eine schöne Erfahrung. Und Tipp, mitmachen, aber vorher ein bisschen warm machen. Und sonst ist man nach drei Etagen schon so am Keulen, dass man halt irgendwie, ich muss mich immer lang warm machen, sonst bin ich auch fix und fertig. Okay, was steht als nächstes an, also Treppenlauf und dann für dich so was Verrücktes? Ja, also ich mache dann halt jetzt den Bonn-Marathon, dann mache ich halt 24 Stunden für das Fernsehgarten und zwar 24 Stunden auf dem Hochseil, immer hin und zurück, auch Blödsinn. Also zur Not haben wir eine Geschichte. 24 Stunden auf dem Laufband, rückwärts. Zur Not laufen wir auch mal 24 Stunden rückwärts. Nee, ist aber völlig egal. Vielleicht hat jemand eine bessere Idee und irgendwas 24 Stunden auch für die Kids. Und dann halt nächstes Jahr, wenn alles gut geht, Nordpol. Und dann in Yukon gibt es halt eine Strecke von 500 Kilometer von Whitehorse bis nach Dawson City. Und dann den Deutschlandlauf nächstes Jahr wieder und dazwischen natürlich den fünften Treppenhaus nächstes Jahr, aber den vierten dieses Jahr auf jeden Fall. Genau, also ein kleiner Exkurs einmal durchs Jahr, was so die verrückten leistungsmäßigen Kuriositäten angeht. Aber jetzt am 25. Mai geht es erstmal nicht über 20 Kilometer oder 24 Stunden gegen irgendwelche Rolltreppen, sondern dann geht es hier hoch, vierte Treppenlauf von der Wohnbau-EG.